Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Da gibt's die irdische Perspektive, aus der du beten kannst. Hier hast du aber all die Last auf dir und es ist sehr schwierig. Und hier ist Liebe, Vergebung. Komm in meine Arme, sagt der Vater. Ist das nicht wunderbar? Und du hast die Wahl, aus welcher Perspektive du betest. Beten aus himmlischer Perspektive. Ja, du sagst das, ja, das mache ich eh. Also ich, wenn ich ein Problem habe, ich bete einfach drauf los. Und wenn alles drumherum ist und alles noch so schwer, ich bete einfach drauf los. Und Gott hört mich und Gott weiß alles. Ich bin ein Kind des Königs und alles ist gut. Ich habe mir diese Woche ein bisschen Zeit genommen, um wirklich zu sehen, was noch besser ist. Gut ist nicht immer das Beste. Und seitdem wir das Kreuz haben, ihr Lieben, seitdem Jesus am Kreuz den Sieg für uns errungen hat, können wir auch aus himmlischer Perspektive beten. Ich habe hier ein bisschen was aufgebaut und ihr seht hier auf dieser Seite, da soll die Welt, die irdische Perspektive demonstrieren und hier auf dieser Seite die himmlische Perspektive. Das sind zwei Symbole, die das darstellen. Und in der Mitte zwischen Welt und zwischen Himmel das Kreuz, das ja die Trennung ist auf der einen Seite und die Brücke auf der anderen Seite. Viele wissen, wir haben eine Tochter, die künstlerisch organisiert ist oder begabt ist. Und die kam zu uns und hat sich ein Stück Leinwand geholt und hat dieses Bild gemalt. Ich denke, das hat sie sehr, sehr gut getroffen. Also so die Welt unten, der Rausverschluss in der Farbe des Blutes und das Kreuz, was die Welt von der himmlischen Welt trennt und hier ein Engel dargestellt oder nimm's als Taube, Heiliger Geist. Und das wollte ich euch heute auch mitbringen. Himmlische Perspektive ist das, Jesus ist in uns. Es heißt Himmel auf Erden. Wie im Himmel, so auf Erden. Vollkommene, das Vollkommene ist in dir. Viele sagen, ja, wenn ich einmal in der Ewigkeit bin, dann ist alles vollkommen richtig. Aber wir können uns auf dieser Welt entscheiden, ob wir als Christen auf dieser Seite leben oder auf dieser Seite auch beten. Ja, auf dieser Seite, ihr Lieben, auf der himmlischen Seite, keine Sünde, keine Furcht, kein Unglaube, nichts Negatives und da gehören wir hin. Auf diese Seite. Du sagst, ja, aber ich lebe noch auf dieser Erde. Kommt gleich. Die himmlische Perspektive, Gottes Gegenwart, David hat das so ausgedrückt, es ist ein weiter Raum. Der Paulus hat dazu gesagt, in Christus sein. Jesus hatte den geheimen Ort und geheimen Ort, wo er mit Jesus geredet hat, mit dem Vater geredet hat. Entschuldigung. Der Schreiber vom Hebräerbrief nennt diesen Raum das Allerheiligste, der Ort, wo Gott auf seinem Thron sitzt. Und auf diese Seite himmlisch zu anbeten, auf diese Seite dürfen wir kommen und dürfen wir auch sein. Von wo aus beten wir? Und dazwischen gibt es eine Grenze. Und diese Grenze ist hier auf diesem Gemälde mit dem roten Reißverschluss
gekennzeichnet. Diese Grenze habe ich auch hier symbolisch mitgebracht, das Kreuz, das hier liegt. Diese Grenze ist das Blut, wo wir von der unvollkommenen Welt in das Vollkommene hineintreten dürfen. Und das ist so wunderbar. So wunderbar. Und wir dürfen aus dieser Position, aus der himmlischen Perspektive aus beten. Was wir aber meistens machen, Christen, ich meine jetzt nicht Ungläubige, meistens beten wir aus dieser Perspektive, aus der irdischen Perspektive. Oh Herr, es ist alles so schwer. Nichts taugt mir was. Ich streit und alles ist so unmöglich. Die Last ist so schwer und Herr, hilf mir dabei und tu das, weil das so schwer ist und der und die und so weiter. Das ist die irdische Perspektive, aus der wir, denke ich, doch meist beten. Im Gebet und Lobpreis sollen wir aber vor den Thron kommen und in die himmlische Gegenwart. Ja, jetzt hier oder hier. Oder was wir dann, oh Herr, ich komme vor dein Thron, ich bin so kaputt und bin so. Ja, das möchte ich euch heute vor Augen führen. Die Bibel sagt, komm vor den Thron der Gnade. Um dort hinzukommen, muss was geschehen, das weniger als eine Minute dauert. Unser Freund und mein Lieblingspastor Colin Urquhart war mal da und er hat gesagt, dies braucht maximal 30 Sekunden. 30 Sekunden, um Gott um Vergebung zu bitten. Und Gott um Vergebung zu bitten. Und wenn wir Gott um Vergebung gebeten haben, dann kommen wir auf diese Seite und können ohne Sünde himmlisch Gott anbeten. Wir tun meistens drauf los und ihr Lieben, wir machen so manche Fehler in unserem Leben. Wir enttäuschen Menschen, wir machen so manche Fehler, die uns gar nicht bewusst sind und manche, die uns bewusst sind. Und das trennt uns eigentlich von einer himmlischen Anbetung. Ich komme nicht hier rüber mit all meiner Last und kann hier anbeten, oh Herr, du siehst der blöde Nachbar und du siehst das und siehst jenes. Das ist nicht die Seite für solche Gebete. Colin Urquhart sagte auch, wer länger braucht, um Vergebung bei Gott zu erlangen, länger als diese 30 Sekunden, der fokussiert sich auf sich selber. Gott vergibt. Ich möchte euch noch sehr plastisch darstellen. Das Blut Jesu hat all unsere Sünden vergeben. Da sind wir einig, stimmt's? Aber wir sündigen immer wieder und immer wieder mal. Und da ist es wichtig, dass wenn wir in die Anbetung reingehen, himmlisch anbeten wollen, dass wir wirklich sagen, oh Herr, vergib mir meine Fehler, die ich gemacht habe, wo ich jemand nicht vergeben habe, wo ich mich vorgedrängelt habe, wo ich die Vorfahrt genommen habe oder was auch immer. Du brauchst es nicht aufzählen, aber die Haltung ist wichtig. Dann gibt es die Kategorie Christen, die bitten ständig Gott um Vergebung für die gleiche Sache. Und ich verstehe die Bibel so, dass wenn wir Gott um Vergebung gebeten haben, dass dann Vergebung da ist. Und ich möchte es jetzt euch noch ein bisschen plastischer machen. Ja, wenn Ferienzeit ist, manche gehen zum Flughafen, ich glaube, so gut wie jeder schon mal geflogen. Dieser Koffer ist auch, ihr seht hier, unsere Israel-Aufkleber drauf. Und dann gehst du zum Flughafen und da gibt es einen Schalter. Und diesem Schalter, was machst du da? Da sagst du, guten Tag, hier ist meine Bordkarte, hier ist mein Ausweis. Ich möchte da und dorthin fliegen. Dann, was sagt dann die Stewardess oder die Hostess dort? Tun Sie Ihren Koffer aufs Band, wir geben ihn auf.
Und was machst du dann? Du kniest dich hin und sagst, jetzt muss mal alles. Sie müssen sehen, wie viele Unterhosen ich dabei habe, wie viele Unterhemden ich dabei habe und meine Sonnencreme und das und jenes. Sie müssen alles sehen, was in diesem Koffer so schwer ist. Wer hat das schon mal so gemacht? Niemand. Was machen wir? Wir gehen hin, stellen unser Koffer auf das Band und machen uns keine Sorgen mehr und die Sache ist weg. Für so viele Christen aber, die stehen auf dieser Seite und sagen, Herr, hilf mir, meine Last zu tragen. Hilf mir, meine Last zu tragen. Und es steht nirgends in der Bibel, dass er uns hilft, die Last zu tragen, sondern es heißt, werft all eure Last auf mich. Das heißt, loslassen. Ach Herr, das ist so schwer, ich helfe dir gerne. Wenn du nur ein bisschen alles leichter machst, hilf mir doch bitte. Nein, werft all eure Last auf mich, heißt es in der Bibel. Je mehr du an deine Probleme glaubst, desto länger redest du darüber. Stimmt's? Das, was dir am wichtigsten ist, darüber redest du. Und meistens sind es die Probleme. Ach, stell dir vor, und das und jenes. Und hast du schon gehört? Und manche sind so richtige Problemforscher. Wie kann ich das Problem so richtig aufblasen, damit ich Anerkennung in meiner Umgebung bekomme? Ja, und jedes Detail. Und Gott sagt, wirft alles auf mich. Wirft eure Last weg. Und wisst ihr, wir sind da, ja, sollen wir, können wir? Ach Herr, ich weiß eigentlich. Nein, es sagt, wirf deine Last auf mich. Wirf sie weg. Und nicht detailliert. Wenn du mit Detail, ach Herr, du weißt das und du weißt das. Und dann sagt bestimmt der Herr, oh Mann, der langweilt heute richtig. Der zählt alles auf. Nimm nicht die ganze Zeit der Anbetung, indem du vor Gott all dein Schrott im Detail deklarierst, sondern er vergibt dir. Nimm die Zeit zu vergeben, selbstverständlich, muss sein, zu bitten zum Vergeben, aber dann konzentriere dich, dann ist der Weg frei auf die Perspektive vom Himmel. Und die Perspektive vom Himmel ist ganz anders. Wenn du hier bist, dann denkst du nie darüber nach, schafft das Flugzeug meinen Koffer? Oh, jetzt hat es gehobbelt, das ist meine Last, die unten drin ist. Dich kümmert, nachdem du das Gepäck aufgegeben hast, kümmert dich die Last nicht mehr. Und so soll es auch mit unseren Sünden sein. Wirf's ans Kreuz, er vergibt dir. Und dann bete aus himmlischer Perspektive. Gott möchte, dass du es ernsthaft tust. Deine Schuld bringen, ernsthaft tust. Aber dann, im himmlischen Teil, gibt es keine Lasten mehr. Nein, hier ist Freiheit, hier ist das totale Licht, hier ist die himmlische Perspektive. Und von diesem Ort an sollten wir anbeten. Hier sind deine Probleme. Ja, Herr, danke, Herr. Alles gehört dir. Alles. Du schenkst mir die Lösung. Du sagst mir auch, wie es morgen weitergeht. Du hilfst mir aus diesem Loch heraus. Du bist der Heiler. Du heilst Krankheiten. Du bist der Erlöser. Du bringst mich weiter. Und hier auf dieser Seite irdische Perspektive. Oh Herr, wenn du es nur ein bisschen besser machst, du weißt so schwer und ach der Herr, das und Herr, ich weiß nicht, warum du das alles zulässt und das und der Nachbar und du weißt, das klemmt und jenes klemmt und Herr, das und jenes und Herr, das auch noch und die ganze Liste. Und hier sagst du, Herr, alles ist in deiner Hand.
Es tut weh. Danke, dass du mir da hilfst. Es schmerzt mich, wie ich verleugnet werde oder was auch immer. Aber du stehst auf dieser Seite und sagst, ja, danke, Herr. Und ich spüre so, wie der Herr dann so ein Bild, wie der Herr so die Hände auf deine Schulter legt und sagt, ja, mein Kind, ich bin bei dir. Ich helfe dir durch dieses Leben. Es ist nicht einfach, aber ich helfe dir durch. Jesus lebte in dieser Welt. Er selber wurde abgelehnt. Er selber wurde verfolgt. Aber Jesus ging immer wieder zum Gebet. Immer wieder zum Gebet. Und hat die Einheit mit dem Vater gesucht. Wir wissen, Jesus war ohne Sünde. Er ging immer zu seinem Vater. Wir sehen viele Bibelstellen, wo es heißt, früh am Morgen, wo es noch dunkel war und so weiter, ging er zum Vater zum Gebet. Und das ist die himmlische Perspektive, wie ich es auch euch hier ein bisschen bildlich darstellen möchte. Auf der himmlischen Seite keine Verfolgung, kein Hass, nur Gegenwart des Vaters. Der Vater und ich sind eins, sagt Jesus. Das ist die Position, der Vater und ich sind eins. Wo hat Jesus seine Offenbarung herbekommen? An diesem Ort? Ich kann nichts tun ohne den Vater. Wo hat er das herbekommen? Er hat es vom Vater. Er hat mit dem Vater Kontakt und da gibt es die wunderbare Bibelstelle, die in Johannes 5, Vers 19 steht. Da sagt Jesus, ich sage euch die Wahrheit, von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Was immer der Vater tut, tut der Sohn. Das ist jetzt ein Bild, wo du sagst, ja, gehört sowas in die Kirche. Ja, das ist natürlich. Was der Vater tut, tut der Sohn. Aber wir denken an den himmlischen Vater. Drum ist es wichtig, auf der himmlischen Perspektive, Seite, Gott zu anbeten, damit wir sehen, die Offenbarung bekommen. Was tut der Vater und das soll ich auch tun? Was tut der Vater und das soll ich auch tun? Vom Ort der Offenbarung, ihr Lieben, von dem Gebet, ging Jesus in die Welt und hat Zeichen und Wunder getan und wunderbare Dinge getan. Wir kennen das aus der Bibel. Jesus sprach das aus, was er bei seinem Vater gesehen hat. Und nicht, ihr Lieben, hier mit dem Verstand, ich meine, Gott meint. Und ich habe in der Bibel gelesen und denke, ich sollte das tun. Und hier auf dieser Seite hast du die Offenbarung. Jetzt gerade ist das dran und das ist nicht dran. Und jetzt ist das dran und das ist jetzt nicht dran. Das ist eine Offenbarung, ihr Lieben, hier ist Religiosität, alles in Formen, es muss alles so und so und so aussehen. Und hier ist die Freiheit, wo es heißt, wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Eine Freiheit, Offenbarung zu empfangen und wirklich das tun, was dir vom Vater offenbart wurde. Ja, Jesus ging auch nicht zum Vater und sagt, jetzt hör mir mal zu, auf dieser Erde ist so schlimm und hör mir mal zu, der Petrus und der Paulus und wer auch immer, hör mir mal zu. Nein, er bittet nicht den Vater, ihm zuzuhören. Er schaute dem Vater zu, was er tat. Und wenn wir dem Vater zuschauen, ist da kein Gericht, keine Verurteilung. Wenn wir dem Vater zuschauen, ist da Liebe pur. Da ist Vergebung pur. Da ist alles pur. Ihr Lieben, da ist nicht der Hass und die Unvergebung. Nein, ich richte hier richte ich und sage, nein, das kann nicht sein. Der macht das falsch, der macht jenes falsch und ich fühle mich als der Einzige, der das irgendwo noch begreift.
Und hier ist Liebe, Vergebung. Komm in meine Arme, sagt der Vater. Ist das nicht wunderbar? Und du hast die Wahl, aus welcher Perspektive du betest. Die Jünger, die sahen, was Jesus tat. Jesus sah, was der Vater tat. Die Jünger sahen, was Jesus tat. Nach einem Tag, wo alle geheilt worden sind, wie es in der Bibel heißt, dort in Kapernaum, ging Jesus früh am Morgen zum Beten, und als er zurückkam, meinten die Jünger, er soll doch wieder das Gleiche machen wie im Vortag. Jetzt funktioniert's, alle werden geheilt. Und Jesus sagte, nee, heute machen wir was anderes. Da gibt's die irdische Perspektive, aus der du beten kannst. Wirklich aus, es ist nicht, wo ich sage, mach's nicht, sondern hier hast du aber all die Last auf dir und es ist sehr schwierig. Und ich sage dir, es gibt auch die himmlische Perspektive, aus der du beten kannst, wo du sagst, ja, die Last ist die gleiche, aber ich bin auf der Seite der Lösung. Hier auf der Seite, da versuchst du selber zu lösen. Verbring Zeit mit Gott und dass er zu dir reden kann. Und ich sage dir, was ganz, ganz wichtig ist, die Menschen um dich sehen, was du tust. Wenn du tust, was Jesus tut, wenn du tust, was der Vater tut, und die Menschen sehen, dass du das tust, die Menschen sehen dich, was du tust, wie deine Familie aussieht, wie deine Ehe aussieht, wie dein Verhältnis mit den Kindern ist. Sie sehen, wie du, was du tust. Und das ist das Zeugnis. Du kannst viel hinschreiben. Es wird auf dieser Welt viel geschrieben, was dahinter nichts taugt. Und die Leute, wenn du das tust, weil du hier aus dieser Anbetungsstelle, ich meine auf der himmlischen Perspektive betest, dann tust du Dinge, wo die Welt sagt, schau mal, was für einen Frieden der hat. Was für eine Liebe die hat, was für eine Ausstrahlung der hat. Und das ist das beste Zeugnis. Ihr werdet in meiner Liebe bleiben, wenn ihr meine Gebote haltet. Nicht du bist der Fokus deines Gebets, Jesus ist der Fokus. Wie oft sind wir auf dieser Seite, Herr, mein Auto, Herr, meine Gesundheit, Herr, mein und mein und das und Herr, du weißt, ich habe jetzt keine Zeit, der zukommt. Hier auf dieser Seite, Herr, danke, dass du alles im Griff hast. Da ist der Fokus Jesus und auf dieser Seite ist der Fokus ich und meiner, mir und was auch alles. Und hier, Vater, ich gebe dir alles. Hier am Kreuz, ich gebe dir alles, alle meine Last, alles, was mich jetzt bedrückt, ich lege es dir hin. Dann gehst du auf die Seite und der deutsche Christ sagt dann, hat sich nichts verändert. Die Frage ist, wie ist deine Herzenshaltung? Hast du es wirklich abgegeben und sagst, ja, es ist noch da, aber die Last ist weg. Ich habe sie Jesus gegeben, die Last ist weg. Der Teufel möchte dir immer vormachen, dass du verdammt bist, er klagt dich an, er ist ein Lügner, Mörder, Dieb, wir kennen das alles. Und die irdische Perspektive, ihr Lieben, Niederlage, der Teufel sagt, du hast Fehler gemacht und du kannst sagen, ja, ich habe Fehler gemacht, ich habe gesündigt, aber einen Unterschied gibt es. Teufel, mir ist vergeben, dir wird nicht vergeben. Mir ist vergeben, dir auch? Denke keine Gedanken der Verdammnis. Du bist in ihm und in ihm gibt es keine Verdammnis. Eine Sache kann dich von der Welt hindern, also von diesem Platz hindern, an diesen Platz zu kommen, wenn du dich weigerst,
nicht zu vergeben. Nicht vergeben ist Sünde und da kommst du nicht auf die andere Seite. Ich sag dir, richte nicht, vergebe. Denn dann kommst du auf diese Seite. Schließ die Tür zur Welt zu und geh an den himmlischen Platz. An diesem Platz, ihr Lieben, hat es die Antworten, die du brauchst. So wie Jesus einen Platz hatte zum Beten. Und das war immer ein anderer, aber mit dem Vater. Er hat gesehen, was der Vater tut. Und das tat er auch. Hier siehst du viele gute Ratschläge auf dieser Seite. Vieles Gutes. Und ja, ich habe das gelesen, das Buch gelesen. Ich habe dieses YouTube geschaut. Ich habe dort reingeschaut und diesen Livestream und so weiter. Ich sage nicht, dass das Sünde ist. Aber hier redet der Vater zu dir. Ist das nicht besser? Wichtig ist für dich, am himmlischen Platz, himmlische Perspektive, mit dem Vater zu reden. Und der Fokus liegt auf dem Vater. Amen. Jetzt auch für Sie. Das Magazin Freude am Leben gibt es jeden Monat neu. Mit ermutigenden Artikeln für Ihren Alltag und aktuellen Infos aus dem Missionswerk. Gleich kostenlos bestellen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.